Jetzt in Go. Beliebt wie nie der Skoda Superb Scout. Schöner als die anderen, der Mercedes CLA. Und die japanische Gretchenfrage im Honda Civic. Go, powered by Turmöl. Tankbare Preise. Der beliebteste Stelzenkombi Österreichs ist zurück. Ich meine natürlich den Skoda Superb Scout. Den mag ich persönlich ja besonders gern. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, als das Facelift präsentiert wurde. Nur leider war ich zu langsam bei den Autoschlüsseln und mein Kollege Andi hat sich den Superb Scout gekrallt. Und ich musste durch die Finger schauen. Die Zeit vergeht nicht, sie rennt. Das sieht man beim Skoda Superb. Gefühlt wurde der erst vor kurzem vorgestellt. Tatsächlich gibt es den Haubenkoch der tschechischen Hausmannskost aber schon seit 4 Jahren. Halbzeit ist für den Skoda Superb. Die nutzt er, um sich ein bisschen nachzuschminken. Viel zu machen war ehrlich gesagt nicht, weil er schaut ja immer noch topmodern aus. Darum reicht ein bisschen ein schärferer Lidstrich. So sind wir wieder komplett up to date. Viel spannender als die kleinen optischen Änderungen ist aber die neue Version, die Scout-Version. So kann der Kombi jetzt nämlich auch ein bisschen SUV. Erste Mal in Skoda Superb Familie haben wir diese Scout Derivat. Das ist nur für Kombi. Im Exterieur kann man sehr schöne Alu-Elemente sehen. Ja, das heißt Dachreling, Umrahmung um die Fenster, Stoßfänge vorne und hinten mit spezifischen Alu-Elementen. Seitlich kann man dort auch die plastischen Teile sehen. Ja, wir haben auch Unterboden, das heißt um 15 mm Höhe. Diese 15 mm reichen schon für ein erheblich gesteigertes Offroad-Potenzial. Der beim Scout serienmäßige Allrad in Verbindung mit dem kräftigen Dieselmotor des Testwagens machen das Glück im leichten Gelände perfekt. Doch auch auf der Straße weiß der große Tscheche zu gefallen. Das ist schon wirklich gut. Das Kurvenfahrverhalten von einem ganz normalen Kombi und die Robustheit von einem SUV, das ist eine ziemlich gute Mischung. Alle Superbs, nicht nur der Scout, können mit den neuen Scheinwerfern ausgestattet werden. Die sind nicht nur optisch etwas zugespitzt, sie verwenden auch die ausgezeichnete Matrix-Technik. Topmodern und sicherheitsrelevant sind aber auch die Assistenzsysteme im neuen Superb. Allen voran der prädiktive Tempomat. Das Faszinierende an dem neuen Tempomaten im neuen Superb ist Folgendes. Der bremst nicht nur, wenn der Vordermann bremst, das weiß er. Der bremst auch, wenn man zum Beispiel auf eine Kurve zufahrt. Die Daten dafür nimmt er vom Navigationssystem. Und wenn man eben eine Kurve fährt, bremst er oder gibt erst gar nicht Gas. Und das spart auch wieder den ein oder anderen Tropfen Sprit. Durchaus praktisch, diese technischen Helferlein. Praktischer ist dann nur noch der Innenraum. Der ist, wie gehabt, riesig. Die Beinfreiheit im Fond ist sogar so groß, dass man als Fahrer die Rückbank nicht mehr ohne weiteres erreichen kann. Doch nicht nur die Passagiere haben mehr als genug Platz, auch das Gepäck. Echo! Skoda hat es geschafft, ein Auto, das sowieso kaum Schwächen hat, noch besser zu machen. Die aktuelle Generation war zwar nie altbacken, trotzdem ist sie nach dem Facelift spürbar modernisiert. Obwohl der neue Superb relativ viele Kanten hat, ist er ein erstaunlich rundes Paket. Gutes Fahrverhalten, ordentliche Qualität, Spitzenimage und vor allen Dingen ein fairer Preis. Das ist ein echt guter Deal. Es soll sie ja tatsächlich noch geben. Die Menschen, die mit einem SUV absolut nichts anfangen können. Doch für diese Feingeister ist es recht schwierig, ein Kompaktfahrzeug zu kaufen. Außer man geht zu Mercedes. Denn Mercedes bringt den viertürigen CLA und zwar als Coupé. Was ist eigentlich Glück? Eine große Frage, die man im kleinen Rahmen sogar relativ einfach beantworten kann, denn das Glück der Erde, das liegt ja bekanntlich am Rücken der Pferde. Zumindest beim Prinz Eugen, der da oben auf seinem Gaul hockt und eigentlich ziemlich happy damit ist. Ja, heute sucht man das Glück aber woanders. Man sucht es im Auto und deswegen muss ein Auto super intelligent sein, gescheiter als jedes Pferd und weniger fressen soll es auch. So eins habe ich mitgebracht, nämlich den neuen Mercedes CLA und zwar im Coupé.
Also rein in die gute Stube und auf zu einer Wiener Stadt-Land-Partie. Der Mercedes CLA, den ich für die Fahrt ausgefasst habe, ist ein 250er 4-Matic. Das bedeutet, dass der 2 Liter Vierzylinder unter der Haube steckt und mittels 7-Gang-Automatik auf alle Viere einwirkt. Das führt zu souveränen Leistungsdaten von 224 PS, 250 km/h Topspeed und einen 0 auf 100 Sprint in 6,3 Sekunden. So schön die Daten sind, im Wiener Katastrophenverkehr bekomme ich davon herzlich wenig mit. Darum raus aus den Stadtschluchten und rein in die Natur. Hier kommt die Effizienz auch endlich richtig zur Geltung, denn im Drittelmix fährt sich der CLA 250 mit humanen 6,5 Liter Benzin auf 100 Kilometer. Doch zurück in die Stadt, denn dort lassen sich die digitalen Features einfach besser zeigen. Denn wie auch schon die A-Klasse bietet das CLA Coupé die volle Bespaßung, wenn es um die Themen Sicherheit, Entertainment und Komfort geht. Selbst parken? Nicht nötig. Das macht der Benz für die Kollegin. Der Kollegin ist heiß. Der Benz hört aufs Wort. Hallo Mercedes. Ja, bitte? Mir ist warm. Ich stelle die Temperatur auf 18,5 Grad. Ein Head-Up-Display ist natürlich auch mit dabei. Die Ausstattung des Testwagens ist natürlich mit dem ein oder anderen extra nachgewürzt, doch zu einem Coupé scheint das durchaus angemessen. Das CLA Coupé ist ja ein bisschen eines, das in die Irre führt, denn allein wenn man hört Coupé, denkt man sich, ja, das geht hinten flach runter und hat nur zwei Türen. Heutzutage haben Coupés aber vier Türen und gehen auch noch irgendwie als elegantere Limousine durch, wie immer auch der CLA. Und deswegen ist meine Empfehlung, nicht mit der Basisausstattung fahren, weil das passt irgendwie gar nicht zusammen. Gönn dir das ein oder andere extra und glaub mir, du wirst mit dem CLA dein Leben lang glücklich sein. Um das Glück des Mercedes CLA oder besser gesagt seine Form ein wenig näher zu betrachten, parkt er vor einer Backsteinhalle, denn so entgeht dem Auge kein Detail. Mag der Vorderwagen noch eng mit der A-Klasse verbunden sein, so wird spätestens ab der B-Säule klar, dass hier alles anders ist. Der Schwung des hinteren Drittels hat Spannung und gibt dem CLA einen sportlich geduckten Auftritt. Trotz der abfallenden Dachlinie findet man auf den hinteren Sitzplätzen noch immer würdig Platz. Das Interieur zeigt die aktuelle Mercedes-Linie und ist besonders aufwendig gestaltet. Man möchte zeigen, dass man hier etwas Besonderes hat. Etwas Modernes, das vor allem durch seine High-End-Technologie überzeugen soll. Der technologische Führungsanspruch wird durch das digitale Widescreen-Armaturenbrett unterstrichen. Das weiß durchaus zu beeindrucken. Der Mercedes-Benz CLA. Der Benz für Feingeister von heute und morgen. Einmal durch die Stadt und durch die Geschichte von Wien mit dem Mercedes CLA, da gehört natürlich der Prinz Eugen am Ende auch wieder dazu. Und jetzt mal ganz ehrlich, Prinz Eugen mag auf sein Ross ganz schön stolz sein, aber heutzutage hätte er den Gaul wahrscheinlich auch nur mehr fürs Wochenende und würde sonst 7 Tage die Woche mit einem Mercedes fahren und vielleicht auch mit dem neuen CLA 250 Coupé. Jetzt gibt's was zum Aufhorchen, nämlich den Go Newsflash. Audi erweitert seine Modellpalette um ein Kompakt-SUV in Coupé-Form, den Audi Q3 Sportback. Audi möchte mit dem Q3 Sportback Stärke und Präzision widerspiegeln. Das schwarze Gitter des achteckigen Single-Frame-Kühlergrills ist stark dreidimensional gestaltet und damit sportlicher. Generell wirkt die Front kräftiger und dynamischer. Im Gegensatz zu den markanten Anbauteilen, die in Kontrastfarbe lackiert sind und damit den SUV-Charakter betonen, steht die coupéhafte Passagierkabine. Die niedrige Dachlinie geht in eine flach geneigte Form über und endet in einem Dachkanten-Spoiler. So erscheint der Q3 Sportback deutlich länger als sein Schwestermodell der Q3. Zugleich ist das SUV Coupé fast 3 cm flacher und wirkt dadurch muskulöser. Der Audi Q3 Sportback ist mit Benzin- und Dieselmotoren erhältlich. Das Leistungsspektrum reicht von 150 bis 230 PS. Die Markteinführung findet im Herbst statt. We'll be right back.
Ferrari bringt den 812 Superfast auch oben ohne. Somit wird der Superfast zum GTS. Damit prangt das GTS-Logo das erste Mal seit dem legendären 365 GTS 4 Daytona auf einem 12-Zylinder Ferrari. Der 812 GTS ist absolut neu und der allererste V12 Ferrari mit einem einfahrbaren Hardtop. Der Sound des V12 Motors ruft starke Emotionen hervor, dass bei offenem Verdeck ein wahrlich symphonisches Erlebnis entsteht. Dieselbe Leistung wie beim 812 Superfast, also 800 PS, sorgen für pure, rohe Performance. Das einfahrbare Hardtop ist so konstruiert, dass sich der Fahrer bei offenem Verdeck auch bei hohen Geschwindigkeiten problemlos mit dem Beifahrer unterhalten kann. Also, wenn er möchte. Wenn das Verdeck mit Kopfhutzen geschlossen wird, verhält sich der GTS wie ein komfortables Coupé. Das klassische V12 Frontmotor-Layout bietet viel Platz im Innenraum, maximalen Komfort und ein ganz besonderes Fahrerlebnis. Also wie jeder andere Ferrari. Ferrari hat aber großen Wert darauf gelegt, den hochgeschätzten Fahrcharakter des 812 Superfast in den GTS zu übertragen. Und falls es noch niemand bemerkt hat, der Ferrari 812 GTS ist ein echter Traumwagen. Ein Autokauf ist ja was ganz Besonderes. Zum einen gibt man da sehr viel Geld aus und zum anderen ist es etwas, das man nicht jeden Tag macht. Deswegen sollte ein Autokauf auch immer auch ein tolles Erlebnis sein. Wie zum Beispiel in der größten Lexus Hall Europas. Die ist tatsächlich hier in Wien und da waren wir auch dort, denn dort gibt es nicht nur den Lexus, den man dort kaufen kann, sondern auch die perfekten Felgen gleich dazu. Im Süden Wiens steht ein Glaspalast, der, wie kein anderer, für die hohe Schule des japanischen Luxus steht. Denn hier steht nicht weniger als die größte Lexus Hall Europas. Luftig, hell, modern. Ein echter Tempel für Autofahrer. Und diese Halle ist so wie alles bei Lexus. Wir wollen unseren Kunden vom ersten Tag ein mobiles Verkaufserlebnis bieten. Das heißt, in einer entsprechenden Halle mit entsprechend gut präsentierten Fahrzeugen. Und Lexus natürlich eine Marke, die sowohl im gehobenen Kundensegment als auch im gehobenen Firmenkundensegment interessante Modelle bietet, von der Limousine bis zum SUV. Und das alles sehr, sehr zeitgemäß, möchte ich fast sagen, und das bei uns Toyota Lexus seit über 20 Jahren. Wir setzen auf Hybridtechnologie, was dazu führt, dass wir auch die schadstoffärmsten Autos mit den niedrigsten CO2-Werten haben. Als sogenannter Vollsortimenter bietet Lexus nicht nur Hybridfahrzeuge in nahezu allen Fahrzeugklassen an, sondern auch Winter-Alu-Räder von Decent. Eine Zusammenarbeit, die vor allem für den Endkonsumenten viele Vorteile mit sich bringt. Der Endkonsument bekommt die perfekte Kombination aus technisch sehr hochwertigen Autos mit optisch schönen und technisch hochwertigen Rädern, vorzugsweise für die Winterbereifung. Winterreifen sind ja erfahrungsgemäß zumindest ein halbes Jahr am Fahrzeug montiert. Da hat sich der Trend etwas geändert, weil Autos ganz einfach in der Serienauslieferung mit sehr schönen Rädern kommen, wo es durchaus Optionen gibt, große Räder, schöne Räder. Mittlerweile der Trend dahin, mehr verschiedene Farbvarianten und verschiedene Designs zur Auswahl zu stellen. Für den designaffinen Lexus-Kunden ist der Kauf eines stylischen Winter-Alu-Rades wichtig. Deswegen findet man in der größten Lexus Hall Europas selbstverständlich eine passende Auswahl. Und Fans von Decent-Alufelgen finden hier bestimmt auch das passende Auto zur Lieblingsfelge. Man soll ja auch immer wieder durchschnaufen. Bis gleich. Gleich im Go. Was wird die Schwiegermutter wohl sagen zum neuen Honda Civic? Und wo liegt eigentlich Tavascan? Wer dranbleibt, weiß mehr.
Der Honda Civic hat eine ganz treue Fanbase und diese Fanbase träumt meistens von einem Type A Modell. Doch wenn man den Type A mal im Kopf hat, dann kommt recht bald die Vernunft und stellt Fragen. Wie zum Beispiel, ja, was wird das kosten und was wird die Schwiegermama sagen? Ja, das sind alles sehr komplexe Fragen und mein Kollege der Andi und ich, wir haben tatsächlich alle Antworten dazu. Wenn man bei Honda ganz oben hinlangen will, dann greift man zu einem Civic Type A. Geht nichts drüber. 5,7 von 0 auf 100, 272 km/h Top Speed. Und dazu ein 2 Liter, ganz wichtig, VTEC. VTEC steht für Variable Valve Timing Electronic Control. Auf Deutsch Variable Ventilsteuerung. Das bedeutet, bei hohen Drehzahlen merkbar mehr Leistung. Fanboys nennen das Phänomen auch When the VTEC kicks in. Und du glaubst wirklich, du kriegst den VTEC nur im Type A? Ja, aber da steht es zumindest drauf auf der Abdeckung am Motor. Der hat zwar keine Abdeckung, aber er steht trotzdem drauf und außerdem gibt es den um die Hälfte. 320 PS, wie viel hast du? 129. 2 Liter Hubraum, 4 Zylinder. Und bei dir? Ja, 1 Liter 3 Zylinder. Weißt du was? Da, steig ein, fahr selber. Das mache ich nehm dir beim Wort. Ja, was denn, wer glaubt, was er mal alles braucht, bitte, das muss ich ihm schon nicht. Und schon geht es mit dem Civic Dynamic los. Doch bevor wir wirklich ans Eingemachte gehen, sollten wir uns dem Auto rein oberflächlich nähern. Denn jetzt geht's um den Look. Beim Civic Dynamic nimmt Honda die brutale Formsprache des Type A und reduziert sie auf ein massentaugliches Niveau. Das bedeutet zartere Spoiler und weniger Krawall im Auftritt. Ein schönes Auto. Kein Rennwagen, doch definitiv dynamisch gezeichnet. Natürlich sind die roten Sportschalen im Civic Type A ein Gedicht. Doch die Ledersitze des Dynamic Modells sind nicht weniger sitzfreundlich. Sie stellen jedoch den Komfort klar in den Fokus. Hier trifft feines schwarzes Leder auf anständig Seitenhalt. Dass der Honda Civic im Dynamic Trim auf der Landstrecke gut läuft, alle Alltags- und Sicherheitsbedürfnisse befriedigt, stellt niemand in Frage. Komfortabel, mit gutem Aussehen und jede Menge Platz. Ein paradekompakter Halt. Doch das Wörtchen Dynamic im Namen will intensiv überprüft werden, denn der 1 Liter Dreizylinder Turbomotor muss sein dynamisches Versprechen schon auch einhalten. Deswegen scheuchen wir den Civic Dynamic über einen Rundkurs, denn hier werden wir jedes noch so kleines Geheimnis lüften. Und ich als Type A Liebhaber stell Andy, dem erklärten Dynamic Fan, gleich mal die Gretchenfrage. Warum Dynamic? Naja, die Grundform ist dasselbe. Es ist ja im Grunde dasselbe Auto, nur du zahlst die Hälfte, du hast aber trotzdem einen extrem kultivierten Motor und für den Alltag reichen die 129 PS en masse. Und ja, du bist ein lauter und ein Giftzwerg, genauso wie der Typ R und da macht das auch irgendwie Sinn. Aber manchmal würde ich mir auch wünschen, dass du ein bisschen leiser warst. Ja, ich mag meine Autos halt wie die Musik, laut und schnell. Also ist es auch für mich nicht schwierig, den Honda Civic Dynamic zu mögen. Denn mit seinem 126 PS Motor läuft er trotzdem stammtischtaugliche 203 km/h. Noch dazu ist das 6-Gang-Getriebe an Präzision nicht zu überbieten. Zum Angeben eignen sich die 4,8 Liter Benzin auf 100 Kilometer allerdings noch besser. Weil am Ende geht halt dann doch nichts über Effizienz. Nach etlichen Runden auf der Rennstrecke mit beiden Fahrzeugen stellt Andy endlich die Frage aller Fragen. Na, was sagst? Ich sage jetzt, Schlüssel zum Type A, wir sehen uns im Büro. Wer schneller ist. Was ist eigentlich Tavascan? Also ich löse mal auf, Tavascan ist ein Dorf in den Pyrenäen und das ist so spannend, da willst du nicht mal tot über den Zaun hängen. Allerdings gibt es Tavascan auch spannend, nämlich von Cupra. Und den Cupra Tavascan, den schauen wir uns ganz genau für Sie an. Cupra definiert das Thema E-Mobilität für sich selbst neu. Denn mit dem Tavascan präsentiert die spanische Performance-Marke ihre Version eines vollelektrisch angetriebenen SUV-Coupés. Mit diesem Konzeptfahrzeug verbindet Cupra modernste Antriebstechnologie
mit dem eleganten, sportlichen und ausdrucksstarken Design eines viertürigen Crossover. Das Exterieur des Cupra Tavascan vereint Dynamik und Eleganz mit Effizienz. Die Frontpartie unterstreicht das elektrische Herz des Concept Cars und weist mit dem tief sitzenden, beleuchteten Cupra-Logo einen echten Blickfang auf. Die Luftschlitze sind keineswegs nur Show. Sie erhöhen die Effizienz, indem sie die Luft gleichmäßig über die Karosserie strömen lassen oder sie zur Kühlung der Batterie nach innen leiten. Aerodynamik ist generell eine wesentliche Komponente des Konzeptfahrzeugs. Denn unter seinen markanten Radkästen finden 22 Zoll große Leichtmetallräder im Turbinendesign Platz. Sie sorgen für einen sauber abgeleiteten Luftstrom und sorgen für weniger Luftwiderstand. Das flügelförmige Armaturenbrett ist nicht nur ein echter Eyecatcher, sondern sorgt auch für ein großzügiges Raumgefühl. Der Fahrer erhält alle benötigten Informationen über zwei große Displays. Der Crossover-Viertürer verbindet den selbstbewussten Auftritt eines SUV mit der Eleganz seines sportlichen Coupés. Das Entscheidende dabei ist jedoch, dass seine Leistung unter der Haube seiner verheißungsvollen Optik gerecht wird. Zwei Motoren, jeweils einer an der Vorder- und einer an der Hinterachse, bringen insgesamt 306 PS auf die Straße. Damit beschleunigt der Cupra Tavascan in weniger als 6,5 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Seine Lithium-Ionen-Batterie mit 77 Kilowattstunden speichert genug Energie für eine Reichweite von bis zu 450 Kilometern. Der Cupra Tavascan Concept bietet also Power ohne Reue. Eine mögliche Serienfertigung des Tavascan wird bei Cupra bereits heiß diskutiert. Der Insider wird Ihnen präsentiert von Willhaben. Im Internet ist so richtig was los, und zwar mit der Willhaben-App. Und genau dort habe ich mich mal wieder in der Abteilung für Sonstiges umgesehen. Denn dort findet man die besonders außergewöhnlichen Fahrzeuge. Wie zum Beispiel diesen Sterling Nova. Den Nova gibt es auch noch unter anderen Namen, wie zum Beispiel Puma oder Eagle. Der Nova Sterling sieht wirklich super aus und unter der Karosserie steckt robuste VW-Käfertechnik. Das Fahrzeug von 1971 soll 25.500 Euro kosten und ist damit durchaus ein angemessener Deal. Und gefunden habe ich's mit der Willhaben-App. Für heute sind wir durch mit Go, aber fix ist, wir sehen uns nächste Woche wieder, und zwar auf Sat 1, auf Puls 4, auf Puls 24, auf Pro 7 Max, im Internet, auf YouTube, Instagram, Facebook, puls4.com. Also man kommt ja gar nicht aus. Wenn man uns finden will, findet man uns dort auch. Das war's von meiner Seite. Servus und Baba. Nächste Woche in Go. Wir zeigen den neuen Renault Clio und wir fahren den brandneuen Skoda Kamiq. Also, bis zur nächsten Woche. Go. Powered by Turmöl. Tankbare Preise.